TV. Simex macht wieder super komische Aktionen. Kuchen TV, Kuchen Talks 665. Herzlich willkommen an alle FIFA-Liebhaber, denn dieses Video wird euch, glaube ich, echt sehr erfreuen. Jo, Freunde der Doppel. Jo und willkommen an alle Reaction-Cook-Liebhaber. Dieses Video, das wird euch sehr erfreuen. Moral. Ja, ich weiß, ich habe über Simex in letzter Zeit schon mehrere Videos gemacht, aber es wird mal wieder Zeit. Denn er hat zuletzt wieder mehrere Statements hochgeladen und ich wollte euch gerne... Ich wusste gar nicht mehr, dass es den noch gibt. Ich dachte, er wäre inaktiv geworden. ...einfach mal auf den neuesten Stand bringen, was bei ihm gerade so abgeht. Baku und JF haben übrigens auch mega nice Videos zu dem Thema gemacht. Lasst auf jeden Fall Support da. Beide Videos verlinke ich euch in der Beschreibung. Die größte Lüge, die Kuchen TV in seinen Videos erzählt. Er hat es geschafft, Respekt. Muss ich jetzt auch mal mitteilen. So. Respekt. Ausrufezeichen. Wir gehen weiter rein. Nein, ich versuche dran zu denken, wirklich. Die erste Sache, auf die ich eingehen möchte, er bringt quasi wöchentlich irgendwelche Statements, wo er irgendwas erzählt, woran er sich dann sowieso nicht hält. Und wir gehen das einfach mal chronologisch durch. Am 21.03.2020 zum Beispiel hat Simex sein Statement zum Corona-Video hochgeladen. Damals ist dann auch dieses Meme hier entstanden. Gehalten hat er sich daran natürlich nicht, denn direkt danach kam das Video Monte, meinst du das? Und da hat er tatsächlich Effekt. Das war irgendwie ein ganz peinliches Video, ich kann das nicht verstehen. Das war wirklich so super peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich gleich Effekte drin, Musik, Cuts und alles, was noch so dazu gehört. Auch wenn das insgesamt so aussieht, als wenn ein Zwölfjähriger einfach mal alles ausprobiert, was er an Effekten findet. True. Allerdings hat er das dann für so ungefähr 2 Videos tatsächlich so umgesetzt. Danach hat er doch lieber wieder den Content genauso weitergemacht, wie er das vorher gemacht hat. Also hat er sich da überhaupt nicht dran gehalten, was er in seinem Statement erzählt hat. Übrigens habe ich auch von ein paar Leuten mitbekommen, dass er die Videos nicht mal selber geschnitten hat, sondern er hat die schneiden lassen. Das an sich ist ja auch überhaupt nicht verkehrt. Das Video hier schneide ich auch nicht selber. War ihm dann aber wahrscheinlich doch zu teuer oder zu aufwendig und dann hat er doch lieber wieder gar nichts gemacht. Sein zweites Statement, zumindest so halb, war das, wo es um diese ganze Thematik ging, ob seine Ex-Freundin jetzt fremdgegangen ist oder nicht, vom 10.04.2021. Und da sagt er unter anderem auch Folgendes in dem Video. Aber wenn ich nochmal zurückkommen sollte, dann verspreche ich euch, dass ich nie wieder irgendetwas Gestelltes oder irgendetwas wegen Geld oder irgendetwas wegen Aufmerksamkeit machen werde. Ich frage mich überhaupt, wie leid... Hat er sich dran gehalten? Nee. Hätte mich immer noch supporten können, nachdem ich das alles in der Vergangenheit gemacht habe. Auch Simex 2 Monate später. Das ist Mädchen klären in Fortnite. In Fortnite in Klammern. Sie stöhnt. Digga, was ist das? Was ist das? Scheiß doch, Digga. Und ich bin mir so sicher, als 13-Jähriger ich halt draufklickt und mies gefühlt. Mies hätte ich gefühlt, Digga. Also hat er auch hier wieder erzählt, dass Geld und Reichweite bei ihm jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen. Was aber einfach... 6-Jährige klären aktiv reiner, Digga. ...gelogen war, weil er danach genauso weitergemacht hat wie vorher. Sein nächstes Statement ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Das kam am 15.07.2021, also circa 3 Monate später, mit dem Titel von Essen klauen im Supermarkt bis zu 500.000 Euro mit 21 Jahren. Entspannter Gesichtsausdruck, ich brauche ganz schnell einen Screenshot, das ist mir sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Der Simex ist einfach Fortnite, Jolly, Alter. So, Jungs, was haltet ihr davon? Neues Hintergrundbild. Auch da erzählt er halt wieder sowas hier. Denkt ihr nicht, ich würde lieber normale Videos posten? Das ist traurig, irgendwie ist das traurig, also dass es, sag ich mal, nur 90.000 Klicks hat. Er sagt auch hier wieder, dass er lieber normale Videos hochladen möchte, dass ihm das Ganze ja eigentlich keinen Spaß macht und dass er sich ändern will. Und obwohl das Ganze halt erst 2 Monate her ist und er quasi gar keine Zeit hatte, sich daran nicht zu halten, hat er sich daran nicht gehalten. Fortnite Cringe mit Chayas. Junge, er hat ja einfach nicht mal Er hat hier einfach nicht mal Thumbnails, Digga. Hater gehen zu weit, yeah! Sondern hat genauso weitergemacht, wie er das vorher schon gemacht hat. Jetzt vor circa einem Monat, am 23.08.2021... Warte, ich will kurz gucken, wie die Klicks da sind. 160.000, 50.000, 50.000.
Jetzt vor circa einem Monat, am 23.08.2021, kam dann das nächste Statement. Und zwar, ich kann nicht mehr. Wo er auch wieder erzählt, dass er was an seinem Content ändern will und das macht ihm keinen Spaß und alles. 69. Ui. Das ist doof. Und das hat er zwar in dem Video zum fünften Mal gesagt. Ja, aber wirklich gefühlt hat er es schon 6 oder 7 Mal gemacht. Der geht wöchentlich raus, der Jungs, ich brauche eine neue Content-Idee, neue Innovation. Und dann ballert das Statement wöchentlich, Digga. Aber er hat Real Talk halt nichts dran geändert, sondern hat danach einfach 1:1 genauso weitergemacht wie vorher. Er hat nicht ein Video irgendwas geändert. Warum hast du dieses Statement hochgeladen? Und jetzt am 16.09.2021 hat er wieder ein Statement hochgeladen, wo er uns wieder erzählt, dass er irgendwas ändern möchte. Ich meine, hier einfach mal eine Übersicht mit allen Statements. Wirklich traurig, die er gemacht hat, und er hat sich halt nie dran gehalten. Okay, zugegeben, ob er sich natürlich jetzt dran hält oder nicht, wissen wir nicht, denn er hat bisher nur so 5 FIFA 22 Videos hochgeladen. Allerdings sind die Klicks nicht so gut, das heißt, wir können uns in 2 Wochen wieder auf sehr nice Fortnite-Content freuen. Was ich euch bis hierhin einfach zeigen möchte, Z-Max macht halt wirklich dauernd Statements. Alleine in den letzten 5 Monaten hat er 4 oder 5 Mal gesagt, dass sein Content ihm keinen Spaß macht und dass er was ändern möchte. Und obwohl er das Ganze jetzt schon 5 Mal gesagt hat, hat er einfach überhaupt nichts dran geändert und hat genauso weitergemacht wie vorher. Also jetzt mal ernsthaft, Z-Max, kannst du dich da selber noch ernst nehmen? Warum machst du das? Damit machst du dich einfach nur unglaubwürdiger und unbeliebter. Es läuft bei ihm halt immer gleich ab. Er hat erst den Entschluss, was zu ändern. Dann macht er ein paar Tage andere Videos. TikTok-Schulprojekt. Naja, Z-Max ist schärfste Chips der Welt. Ehrenlos Flachwitz. Wenn du Eier hast, Berliner. Aha. Sieht, dass die keine Klicks bekommen und dass eventuell auch zu viel Aufwand ist, und dann macht er halt doch wieder genau das Gleiche. Wenn du dein Content ändern möchtest, dann brauchen wir nicht alle 2 Wochen ein Statement, wo du das nochmal ganz groß ankündigst. Du kannst dein Content auch einfach ändern, ohne vorher so ein wannabe-emotionales Statement-Video dazu hochzuladen. Woran du dich ja, by the way, sowieso nicht hältst. Schauen wir uns jetzt aber mal 2 Aussagen aus seinem neuen Real Talk-Video an. Baku konnte übrigens zeigen, dass das Video vorher einfach Z-Max ist tot hieß. Mit diesem Thumbnail. Oh Mann, Alter. Und ich mach einfach nur Sachen, um Klicks zu bekommen. Es ist so traurig, wie da wirklich Hustler draufsteht, Digga. Und um möglichst viel Geld zu verdienen, und ich merke es selber nicht mal. Hier sagt er natürlich nicht, wie lange er jetzt halt schon so denkt, aber ich schätze mal, dass das die Gedanken seit dem letzten Statement sind, weil sonst würde er ja nicht noch eins hochladen, macht ja nicht so viel Sinn. Z-Max ist allerdings... Er gibt nicht so viel Sinn. Eine Person, die seitdem er minimal Erfolg hat, halt durch Clickbait und Lügen groß geworden ist. Ich habe in einem alten Video ja schon zeigen können, dass er damals Fortnite-Turniere veranstaltet hat, und da hat er einfach... Oh Gott, Digga. Jungs, wir haben den Renegade Raiders-Skin in Fortnite gewonnen. Das Preisgeld nicht ausbezahlt, und da hatte er vielleicht 5 oder 10 oder 20.000 Abonnenten, und du willst mir jetzt erzählen, dass du in den letzten 4 oder 5 Jahren nicht mitbekommen hast, dass du zu dem geworden bist, was du nicht gemocht hast? Hä? Was für eine Community habe ich mir aufgebaut? Habe ich mir wirklich Menschen aufgebaut, beziehungsweise eine Community aufgebaut, wo ich einfach nur clickbaiten muss, irgendeine Blödsinn in den Videos labern muss und mich nicht mal anstrengen muss beim Cutten und sonstiges? Und dann verdiene ich mich damit dumm und dämlich anscheinend, ja. Ey, ja, Z-Max, genau. Beschweren würde ich da normalerweise eher weniger. Was hast du getan? Und zwar, indem du die ganze Zeit Videos wie sowas hier hochlädst. Sie war ein Junge, was natürlich nicht stimmt, auch wenn sie so aussieht. Oder ich habe meine Freundin betrogen, was wahrscheinlich eher andersrum gewesen ist. Du bist quasi nur durch Clickbait und Billig-Content auf YouTube erfolgreich geworden. Was denkst du denn, welche Leute du damit ansprichst? Die studierten Ingenieure, die sich nach einer harten Schicht bei VW ins Sofa setzen und erstmal eine Runde Z-Max Fortnite-Content angucken? Oh, mega, stell ich vor. So mies... Deutsche Jeff Bezos, erstmal so halbes Imperium gegründet. Oh geil, jetzt erstmal Z-Mails gucken. Oh yeah! Tut mir leid, die studierten Ingenieure sind schon alle bei mir. Also ich meine jetzt mal ernsthaft, da hätte man auch alleine drauf kommen können, dass man genau mit so einem Content auch genau so eine Zielgruppe anspricht. Ich meine, dein Video hieß vorher... Z-Max ist tot. Das nächste, was ich noch einmal ganz kurz ansprechen wollte, ist die Geschichte mit seiner Ex-Freundin. Ich habe da mal so ein bisschen die Daten gecheckt, und das ist halt so lächerlich, aber gleichzeitig auch lustig, dass ich euch das einfach nicht vorenthalten möchte. Das erste Video, was er mit seiner Freundin hochgeladen hat, war am 3.11. Meine Freundin spielt Fortnite zum ersten Mal bei mir zu Hause. Das ist das für ein Titel.
2020. In einem anderen Statement sagt er dazu, dass sie sich im Oktober kennengelernt haben, aber nehmen wir einfach mal an, die sind da ungefähr zusammengekommen. Am 26.02.2021 haben die beiden dann entschieden, zusammen auszuwandern, nachdem sie vier Monate zusammen sind, und in einem Video hat Simex sogar gesagt, dass sie da halt schon mega oft gestritten haben. Da ist Auswandern, damit man aufeinander rumhängt, weil man da natürlich halt niemanden kennt, wahrscheinlich die beste Option. Am 11.04.2021 hat er dann dieses 28-Minuten-Statement hochgeladen, dass er mit Ellie getrennt ist. Nicht mal zwei Monate, nachdem sie ausgewandert sind. Am 21.04. waren sie dann plötzlich doch wieder zusammen, um sich irgendwann Ende Juli endgültig zu trennen. Ich meine, überhaupt auszuwandern nach vier Monaten, wenn man sich die ganze Zeit streitet, ist halt schon super weird. Aber das ist halt einfach eine Real-Life-Staffel von GZSZ oder Mitten im Leben gewesen. Bei Simex merkt man halt leider auch, dass er anscheinend noch sehr hart an ihr hängt. Denn er hat jetzt einfach random am 16.09. einfach den Heiratsantrag hochgeladen, den er nach der Trennung im April an seine Ex-Freundin gemacht hat. Einfach so. Ohne Kontext, die sind auch nicht wieder zusammen oder so. Das Video hat er natürlich kurze Zeit später wieder auf privat gestellt, wahrscheinlich weil seine Freundin das auch nicht wollte, dass das im Internet ist. Aber auch so ein weird Typ, sie kennen 6 oder 7 Monate aktiver Heiratsantrag, Digga, ist so. Aber wie weird ist es denn, nach 2 Monaten Trennung plötzlich den Heiratsantrag von vor 4 Monaten auf seinem YouTube-Kanal hochzuladen? Ich will hier Simex nicht mal vorwerfen, dass er noch an ihr hängt. Das sind halt Gefühle und das ist komplett normal, wenn man einen Menschen liebt, dass man den nicht innerhalb von 1, 2 Wochen oder Monaten vergessen hat. Aber sowas gehört halt leider nicht auf YouTube. Wenn du damit nicht klarkommst, dann such dir Hilfe oder jemanden zum Reden. Bro, wir können gerne eine Runde FIFA 22 spielen. Du bist auch gerne eingeladen und wir gehen ordentlich saufen. Ja, ich unterstütze dich da, aber bitte, lass solche Sachen und verbreite das nicht auf YouTube. Das ist einfach unangenehm für jeden. Ich meine, wie komisch ist es überhaupt, in der Situation einen Heiratsantrag zu machen? Wir sind seit 6 Monaten zusammen, streiten jeden Tag, haben uns jetzt sogar getrennt. Ich möchte dich einfach heiraten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob Simex durchzieht oder nicht. Was denkt ihr, wird er jetzt tatsächlich vernünftigeren Content machen oder wird er doch wieder in alte Muster zurückfallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks. Yeah! Oh, geh mir weg, du Dreckiger!